Wiener, ein Mensch wie du und ich. Und ein Mensch mit Vorlieben, etwa für die Vergangenheit. Für den Blick in frühere Zeiten, auch wenn es um Hallenfußball geht. Und auch wenn die Erinnerung verklärt. Das Match verläuft in der ersten Hälfte etwas flau. Es geht ja schließlich um sehr viel. Kampfgeist, Tempo und Einsatz verdrängen zumeist den Spielwitz auch beim Wiener Sportclub. Man läuft, das ist alles. Sportlicher Wert sehe ich also keinen großen darin. Der Wiener und das Turnier, sein Turnier. Seit 1959 ein Paar, eine Beziehung, die nur auf eines ausgerichtet ist. Den eigentlichen Sinn im Leben eines Wiener Hallenfans. Der Wiener nennt es schlicht das Spiel der Spiele. Und zeigt mit einem Mal Emotionen. Einer soll bitte beruhigen. Manfred Schüttengruber, der mit dem Pfeiferl tanzt. Der Beobachter. Herr Ogris, Herr Ogris, Herr Ogris, Herr Ogris, Hand weglassen, Hand weglassen. Ich hab's gesehen. Der Antreiber. Spielen, kommen's. Herr Kühlbauer, kommen's. Gehen wir spielen. Herr Kühlbauer, gehen wir spielen. Herr Kühlbauer nicht berühren. Heidenhofer. Ja. Manchmal auch der Pädagoge. Ruhig. Herr Ogris, Herr Ogris. Bleiben. Nein, nein, nicht. Bringt er nichts, das haben wir alles voll. Jetzt haben wir alles voll, Herr Renner. Bringt er gar nichts. Ich weiß es, aber trotzdem bringt es nichts. Gängen Sie. Zumeist der Kenner. Nein, 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 nein. Oft der Beschützer. Kann man genau pfiffen. Pass es bitte auf mich auf. Ich pass schon auf, brauchen Sie keine Angst haben. Und natürlich der Souverän. Kommt her da. Verarscht sein, wer einen anderen. Passt. Herr Flügel, passt. Die Unparteiischen. Auch sie haben bei diesem Turnier gewonnen. Geehrt werden allerdings andere. Rapid gewinnt zum 5. Mal das Turnier. Und der Wiener, zumindest der grün-weiße Wiener, hat sich mit der Gegenwart versöhnt. So ein Turnier, so wunderschön wie heuer. Doch schon tauchen Gerüchte auf, dort, wo man es halt erfährt. Von einer Hallenmeisterschaft ist hier die Rede. So richtig in ganz Österreich? Irgendwie ist der Wiener jetzt ratlos. Was soll angesichts dieser Zukunft aus der Vergangenheit werden? Wien bleibt doch Wien, oder nicht? Im zweiten Spiel des Tages feierte Rapid einen klaren 4:1 Erfolg über den VfC. Wir sehen hier das 4:0 durch Peter Stöger nach herrlicher Zusammenarbeit zwischen Herauf Prosenik, Herauf und dann Peter Stöger zum 4:0. Wir sehen das Tor auch gleich in der Zeitlupe. Herauf, schön aufgespielt für Peter Stöger. Das 4:0 entstand 4:1 für Rapid. Andreko, Kühlbauer. Und 1:0, wunderschön herausgespielt, dieses erste Tor für Rapid durch Kübauer und Sergej Mandreko ist der Torschütze zum 1:0. Vorarbeit Kübauer, ganz präziser Pass und Mandreko der Torschütze. Gut gesehen, Gucki, Stöger, Prosenik und dann ist der Ball im Tor. 2:0, noch abgefälscht. 2:0 für Rapid und der Torschütze Christian Prosenik. Rapid erhöht auf 2:0, Torschütze die Nummer 1, Christian Prosenik. Zunächst der Schuss von Stöger, dann der Nachschuss von Prosenik, noch abgefälscht zum 2:0. Mandreko, elegant gemacht.
Super Aktion von Mandreko, abgeschlossen von Thomas Singer. 3:1 für Rapid. Zweite Tor von Sergei. Nein, vorbereitet dieser Treffer von Mandreko, der zielt von Zinger. Noch einmal zunächst der Haken von Mandreko, auch der schon sehenswert. So wie der Pass und dann die Vollendung durch Zinger. Admira Wacker zeigt hier aber, dass die Mannschaft sicherlich nicht zu unterschätzen ist. Schinkels. Stöger. Noch immer Stöger. Noch immer Stöger. Und der zweite Treff. Peter Stöger. Möglicherweise auf dem Weg zum Spieler des Turniers gewählt zu werden. Mit solchen Toren zeigt er seine Klasse besonders in der Halle. 4:2 für Rapid. Kübauer. Mandreko. Und dieses Zusammenspiel, das funktioniert geradezu perfekt. Kübauer, Mandreko, wie schon beim ersten Tor. Auch jetzt das Zusammenspiel dieser beiden zum Tor, zum 5:2. Kübauer, kurzer Haken, langer Blick, präziser Schuss, 5:2. Weber, Kübauer, wo ist Mandreko? Diesmal ist Zingler. Und diese Chance lässt er sich jetzt nicht entgehen. Und 6:2 für Rapid gegen den SC in Admira Wacker. Vorarbeit wieder Kübauer, ganz ähnlich wie beim Tor, das wir zuvor gesehen haben. Und der Torschütze ist Zinger. Das halbe Dutzend an Toren ist voll. Gogi, Gogi, Stöger. Hallenfußball in Perfektion und da jubelt auch Ernst Dokubil. Sonderapplaus für seine Mannschaft vom Trainer für diesen Treffer zum 7:2. Bucki Stöger 7:2. Hat Stöger noch viel Zeit zu verwandeln. Kurt Gager ist damit auch gar nicht einverstanden. Bei ihm hat man das Gefühl, er möchte am liebsten mitspielen. Kübauer, Mandreko. Und wieder das perfekte Zusammenspiel, Kübauer, Mandreko. Und das bedeutet Tor Nummer 8 für Rapid. Und den beiden macht so viel Spaß wie den Spielern Funky Feurer und Ernst Dokubil. Und wieder der Pass von Kübauer und das Tor von Mandreko. Admira Wacker aus der Halle geschossen. Trainer Kurt Gager, der Trainer von Admira Wacker, hat gemeint, das passiert heute sicherlich nicht nochmals. Kübauer und Tor! 1:0 für Rapid. Naja, nach so einem Auftakt muss man sagen, wer weiß, vielleicht hat er Unrecht gehabt, Trainer Kurt Gager. Nach nur 54 Sekunden 1:0 für Rapid durch Didi Kübauer. Stöger sieht Gugi. Noch einmal aufgespielt. Und das ist das 2:0. Eine herrliche Aktion. Vor allem herrlich abgeschlossen von Peter Stöger. Unter den Ball gefahren und so richtig gelupft den Ball ins Tor von Admira Wacker. 2:0. Ein ähnlich schnelles Tor wie in der ersten Spielhälfte. Hier ist in der Wiederholung. Wunderschön gemacht. Technisches Kabinettstückerl. Dabei hat Gugge den Ball gar nicht so richtig getroffen beim Pass. Ist ein bisschen drüber gefahren mit dem Fuß, aber er hat seinen Abnehmer gefunden. Leschak. Stöger. Stöger schießt er selber. Jawohl! Und das 3:0 für Rapid.
durch eine Einzelaktion von Peter Stöger. Hat sich schon angezeichnet, angedeutet, dass er selbst schießen wird. An Freund und Feind vorbei und dann ins Kreuzeck. Keine Chance für Günther Kreisler im Tor von Admira Wacker. 3:0 der neue Spielstand. Jetzt will sicherlich die Linie mit Kübauer und Mandrecco nicht nachstehen mit den Toren. Mandrecco schön aufgespielt auf Zingler. Bisschen zu spät gekommen. Kübauer. Schön gemacht, Mandrecco. Zingler, Kübauer, herrlich! Das wollen die Zuschauer sehen. Und schauen Sie sich den Didi Kübauer an, wie er jubelt. 4:0 für vielleicht die schönste Aktion bis jetzt im Verlauf dieses Turniers. Fährschall von Kübauer, Fährschall von Mandrecco, Zingler zu Didi Kübauer. Und der macht das 4:0 für Rapid. Ehrliche Aktion. Allerdings eine Mannschaft nicht allzu erfolgreich, vor allem am heutigen Tag. Kübauer. Letzte Spielminute, kein Spieler und Tor! 5:0, Jovanovic. In dem Moment, wo der Hallensprecher die letzte Minute angekündigt hat, das 5:0 für Rapid. Für ihn das erste Tor hier in diesem Turnier. Und da lacht jetzt auch der Ernst Dokubil, bis jetzt ja immer versteinerte Miene. Wieder Mandrecco. Zingler. Wunderschöner Doppelpass mit Kübauer. Zingler. Und das 1:0 für Rapid. Erstmals grün-weißer Jubel in der Stadthalle. Nach 7 Minuten die Führung für Rapid. Rapid mit der großen Chance der numerischen Überlegenheit. Gugge. Leschiak. Probiert mit einem Weitschuss und Teraf schraubt ab zum 2:1. Rapid erneut in Führung. Erfolg im Powerplay, wenn man so will. Andreas Teraf mit dem 2:1 für Rapid. Stöger. Geht alleine. Schuss und Eigentor. Gretscherik hat den Ball noch über die eigene Linie befördert. Rapid führt nach 9 Minuten durch dieses Eigentor mit 1:0. Stöger. Schön gesehen, Herauf. Und Tor! Ein herrlicher Treffer. Andi Herauf. Volley den Ball genommen ins lange Eck. Nur 30 Sekunden nach dem 1:0, das 2:0 für Rapid. Eine Augenweide in der Luft den Ball genommen und 2:0 für Rapid. Gugge. Herauf. Schütze zum 2:0. Leschak dirigiert die Mannschaft, Rapid mit einem Spieler mehr auf dem Parkett. Und Gugge mit dem Außenriss. 3:2 für Rapid in der 17. Spielminute. Leschak, der Pass. Gugge, ein satter Schuss ins lange Eck. Müller. Jarabek. Jovanovic hat aufgepasst. Und Kübauer. Kübauer, Mandrecco, Kübauer, Tor! 4:2, das war die Entscheidung.
Didi Kühbauer, nicht nur ein ausgezeichneter Torschütze, auch ein Balancekünstler, wie wir gesehen haben. 4:2, das insgesamt dritte Tor für Didi Kühbauer. Und 4:2, das ist auch der Endstand zwischen SK Rapid und dem Favoriten AC. Die Einser-Formation bei Rapid auf dem Parkett. Das ist Zingler, Kühbauer, noch immer Kühbauer und das 1:0. Das 1:0 für Rapid in der zweiten Minute bereits. Und das vierte Mal, dass sich Didi Kühbauer als Torschütze feiern lassen kann im Verlauf dieses Turniers. Trockener Schuss, keine Chance für Wolfgang Knaller. Jetzt natürlich plötzlich mit Selbstvertrauen. Jetzt legen auch die Jungen ihre Scheu ab. Allerdings jetzt Fehler von Tamandl und das 2:2. Blitzschnell geht das in der Halle. Und das sind auch diese flinken Kombinationen, die man von Rapid schon im Laufe dieses Turniers so oft gesehen hat. Zingler mit der Vorarbeit und sofort übernommen von Mandreko. 2:2. Mandreko. Jovanovic hätte er gleich schießen müssen. Rateitschik. Er probiert's und Tor! Sechste Spielminute, 1:0 für Rapid durch Christoph Rateitschik. 1:0 für Rapid, Torschütze Nummer 16, Christoph Rateitschik. Hat ein Loch gesehen, draufgehalten und eingeschossen. Ball möglicherweise noch abgefälscht von einem Mitspieler. Von Wiener Torhüter Andreas Koch und Thomas Zingler bringt seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. Ein glückliches Tor für Rapid. Durch die Beine, wir sehen es gleich nochmals, der Ball durchgerutscht. Ja, da kann er einem leid tun, der Andreas Koch, und er ärgert sich auch ganz gewaltig. 2:6 gegen die Wiener Austria. Kühbauer. Natürlich. Diesmal auf Rateitschik. Auch nicht schlechter Schuss. Rateitschik, Zingler. Direkt übernommen. Und das ist der Führungstreffer für Rapid. 20. Spielminute. 3:2 Führung für die Hütteldorfer. Torschütze Thomas Zingler. Nehmen wir es nochmal an, Auteinwurf und direkt mit dem Außenrist ins lange Eck, Torhüter Andreas Koch geschlagen. Björk hat sich hier durchgesetzt. Riesenchance für Gambaro. Hätte nur abzustauben brauchen, ist aber nicht mehr an den Ball gekommen. Konter von Rapid. Und jetzt ist das 1:0 gefallen. Und zwar mit der Ferse hat es Peter Stöger erzielt. Zuerst die große Möglichkeit für Gambaro und im Konter das 1:0 für Rapid in der 6. Minute. Vorarbeit von Gucki und Stöger mit der Ferse. Ein wunderschönes Tor.
an sich ein Schussversuch vom Gugge, wenn wir es genau nehmen. Aber der Peter Stöger ist goldrichtig gestanden. Kein Foul, Schiedsrichter lässt weiterspielen. Schön gemacht von Stöger, wunderschön. Und das 2:1 für Rapid. Herrliches Solo und das zweite Tor von Peter Stöger. Mit der Bande den Gegenspieler ausgespielt. Und Riesenjubel hier in der Wiener Stadthalle. Gänzens wird Szewski ausgespielt. Und trockener Schuss zur neuerlichen Führung für Rapid. Und der Ausgleich. Ich glaube ganze 10 Sekunden hielten wir beim Start vor 2:2. Rapid führt wieder. Didi Kübauer war es. Man muss sie nur wachrütteln, die Herren auf dem Parkett. Von keinem großen Finale bisher habe ich gesprochen. Jetzt ist es auf dem besten Weg, eines zu werden. Michi Gonsel. Großartig. Gonsel, Zinger und das 4:2 für Rapid. Wollte sagen Konter, nicht Gonsel. Das 4:2 für Rapid durch Thomas Zinger. Das ist für den Abwehrspieler Rapids immerhin schon Tor Nummer 6. René Wagner mit der Vorlage gestoppt und unter Arzberger hindurch zum 4:2. Wunderschön gemacht. Wunderschön gemacht von Stöger. Rosenig, ja, das ist die Entscheidung. 5:2 für Rapid. Cookie. Mit dem 5. Tor der Rapidler. Wunderschön eingeleitet über Stöger und Prosi. Hat sich ein Tor verdient, diese Aktion. Man muss auch sagen, Rapid jetzt eindeutig die bessere Mannschaft. Gute 5 Minuten Spielzeit. Aber Rapid gibt jetzt ganz klar den Ton an. Beinahe Tor Nummer 6, aber es ist wohl nur eine Sache der Zeit, eine Frage der Zeit, denn es gibt 7 Meter für Rapid. Ich glaube zu Recht. René Wagner hat vorgelegt und dann, ja, ich glaube, es war ein Foul an Kübauer. 5 Minuten vor dem Ende. Ja, 6:2. Thomas Zinkler. Mit Tor Nummer 7 bereits in diesem Turnier. Damit übernimmt er zusammen mit Ivi Zavastic und Peter Stöger Platz 2 in der Torschützenliste. Noch einmal Rapid. Sehen wir noch ein Tor. Kübauer. Und das ist es. Das 7:3. Noch einmal Thomas Zinkler. Jetzt ist er endgültig der erfolgreichste Torschütze im Dresdner Rapidler. 8. Tor. Ein Tor fehlt ihm noch auf Hans Flonetzko. Das wird ihm möglicherweise nicht mehr gelingen. Es geht nur noch 20 Sekunden. Die letzten Sekunden laufen. Wimmer. Und 1:0 durch die Beine von Heidu erzielt Wimmer das 1:0 für Rapid. Fast 8,5 Minuten, torlose Minuten vorbei. 1:0 durch dieses Tor von Gerd Wimmer.
Viertel. Jetzt einmal Platz. 3-1. Jovanovic, Wagner, Jovanovic. Ein Tor, wie man es sich in der Halle vorstellt. Schön herausgespielt. Beim Abschluss noch ein bisschen Glück gehabt. Aber dafür hat er vorher nur die Stange getroffen. Patrick Jovanovic erhöht auf 2-0 und erhöht auch die Begeisterung bei den Rapid-Fans. Und das ist das 3-1 herausgespielt durch einen guten Pass von Michael Wagner. Erzielt Arnold Vettel jetzt das 3-1 für Rapid. 3 Minuten 30 vor der Schlusssirene. Schöner Schuss ins Eck von Arnold Vettel. Prosenik, wie immer gut gespielt, jawohl! Das ist das 4-1 für Rapid. Der Torschütze ist Wimmer. Sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Schöttl, gut aufgepasst. Noch immer Schöttl. Prosenik und das 5-1, was für ein Tor von Christian Prosenik und super herausgespielt von Peter Schütt. Der Pass von Schöttl und der Schuss von Prosenik. So, das letzte Spiel des Tages, also mit Rapid und gleich das 1-0 gegen Ferenc Város. Der Torschütze, der Kapitän, Peter Schöttl. Noch nicht einmal 10 Sekunden gespielt und 1-0 für Rapid durch Peter Schöttl. Benxa und die Penxer-Rolle nach diesem 2-1 per Kopf von dem kleinen Marek Penxer erzielt, hat sich da durchgeschwindelt durch die Abwehr von Ferenc Város sozusagen. 2-1 für Rapid. Rosenik, Radetschek. Und gegen diesen Gewaltschuss war selbst der so starke Torhüter Heidu machtlos. 3-1 für Rapid. 3-1 für Rapid. Torschütze Nummer 16. Der erste Treffer von Radetschek in diesem Turnier. Sehr schön freigespielt von Prosenik mit der Ferse und dann der scharfe Schuss. Hieden. Hieden. Lange gewartet, fast zu lange, aber dann erzielt er doch das 4-2, Martin Hieden. Und entsprechende Begeisterung jetzt im Fansektor von Rapid. Zunächst einen Schuss angedeutet, dann ein langer Haken und dann ins lange Eck getroffen. Beto. Penxer und der Ball kollert ins Tor, 5-3, der zweite Treffer von Marek Penxer und die zweite Penxer-Rolle. Der alte Abstand wiederhergestellt, 5-3 jetzt für Rapid durch dieses Tor von Marek Penxer. Freistoß durch Martin Hieden. Und das ist der Anschlusstreffer.
2:1 nur noch für die Austria. Fünf Minuten 24, reine Spielzeit vor der Schlusssirene, nur noch 2:1. Wagner, noch immer Wagner, guter Pass. Und jetzt ist der Ball im Tor, Michael Wagner erzielt den Ausgleich. Michael Wagner erzielt den Ausgleich für Rapid, 39 Sekunden vor der Schlusssirene. Zunächst Jovanovic, noch einmal von Schießwald gerettet und dann trifft Wagner zum 2:2. Unter die Latte hat er den Ball geknallt. 13 Sekunden. Jetzt Prosenik. Und jetzt fällt der Treffer durch Pürk. Der Unglücksrabe erzielt 5 Sekunden vor der Schlusssirene das Tor zum 1:0 für Rapid. Das 1:0 für Rapid. Torschütze Nummer 22, Markus Pürk. Markus Pürk erzielt 5 Sekunden vor der Schlusssirene nach Vorarbeit von Christian Prosenik das 1:0 für Rapid. Vorarbeit Prosenik, wir haben es hier noch einmal gesehen, und Torschütze Markus Bürk. Schüttel, und das ist der Ausgleich zum 1:1. Peter Schüttel, der ein ganz solides Turnier spielt und hier wieder einen Treffer landet. Schönes Tor aus einem Einwurf. Schüttel, Wolle übernommen, und das ist der Ausgleich zum 1:1 mit dem zweiten Tor im Verlauf dieses Turniers von Peter Schüttel. Das Tempo in dieser ersten Hälfte enorm, der Einsatz grob. Schön gelöst. Schüttel, Pürk. Und das ist das 2:1 für Rapid, der Torschütze Markus Pürk. Der Pass von Schüttel, und Pürk trifft fast im Fallen zum 2:1 für Rapid. Wo springt er hin? Auf die Bande. Das ist der Platz, um sich feiern zu lassen. Seht her, ich habe dieses Tor erzielt. Eckeinwurf, wie das in der Halle üblich ist. Und Hieden! 1:0 für Rapid. Der dritte Treffer für Martin Hieden. Und etwas mehr als 4 Minuten noch zu spielen. Martin Hieden trifft da nach einer Unachtsamkeit der Grazer Abwehr. Sidorczuk daneben gefahren. Benkser lenkt den Ball ein bisschen weiter. Und Hieden trifft zum Führungstreffer für Rapid. Wetter, und er trifft zum 2:0. Nach diesem Bandenduell von Benkser gegen Popovic, Wetter plötzlich völlig frei, und sein zweiter Treffer zum 2:0. Spitzerwinkel genau getroffen, 2:0 für Rapid. Fehler von Melich, Prosenik,
Bürk in der Mitte, da ist der Ball und jetzt springt der Ball ins Tor. 3:0 für Rapid, ein perfekter Konter. 3:0 für Rapid. Tor Nummer 3 für Markus Bürk nach dieser Vorlage von Prosenik. Ideal aufgespielt, gut getroffen. Wettel. Und das ist das 1:0 durch Arnold Wettel. Aus ganz spitzem Winkel trifft Wettel zum 1:0 für den Titelverteidiger für Rapid. Sein dritter Treffer in diesem Turnier. Ein schönes Tor aus ganz spitzem Winkel. Einen ähnlichen Treffer hat er auch gestern gelandet. Ratajczyk. Schüttel. Gut gemacht. Noch einmal Schüttel und ein sehr, sehr schönes Hallentor. Perfekt gespielt und verwandelt von Peter Schüttel. Sein drittes Tor auch. Und für mich ist Peter Schüttel der konstanteste Spieler dieses Turniers. Wenn er nicht gewählt wird als bester Spieler des Turniers, er hätte diesen Titel jedenfalls so sicher verdient wie jener, der ihn gewinnt. Schön gemacht von Schüttel. Doppelpass mit Prosenik und dann selbst verwandt. Aber geschossen hat Michael Wagner und es heißt 3:0 für Rapid. Michael Wagner mit dem dritten Tor für die Hütteldorfer, seinem zweiten im Verlaufe des Turniers. Sehr schönes Tor. Alles wartet auf den Freistoß von hinten und Michael Wagner schlänzt den Ball ins Tor. Sukart. Modul. Und auch ihm gelingt an diesem Finaltag nicht allzu viel. Prosenik. Und das ist das 4:0 für Rapid und der Torschütze ist Gerd Wimmer. Rapid erhöht auf 4:0. Torschütze Er kann zufrieden an seinem Kaugummi kauen. Mit der Bande herausgespielter Treffer. Sehr schön gemacht. 4:0. Der Torschütze ist Wimmer. Fallmann. Ratajczyk für Pürk. Prosenik. Mit der Ferse in den leeren Raum, aber dort stand überhaupt keiner. Prosenik, Spitzentanz mit dem Ball. Schüttel, Bürk. Und da ist das 5:0, der Torschütze ist wieder Wimmer. 4 Tore hat er jetzt erzielt. Irgendwie kam er dann völlig freistehend zum Ball und erzielt das 5:0. Sonderapplaus für Wimmer, der sein zweites Tor in diesem Endspiel erzielt hat. Die Rapid-Fans feiern mit Wunderkerzen. Die Mannschaft hat sich trotz einer 1:4 Niederlage im ersten Spiel gegen die Wiener Verbandsauswahl
sehr gesteigert. Und jetzt hinunter zum ersten Interview von Christian Nieb. Ich habe bei mir den Peter Schöttl, der auch zum besten Verteidiger des Turniers gewählt wurde. Peter, ich glaube, man konnte nicht rechnen, dass es so eine glatte Sache wird im Finale. Nein, aber wir haben Admira ernst genommen, denn wer im Finale steht, muss eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Ich muss Admira überhaupt zu diesem Turnier gratulieren, mit dieser jungen Mannschaft ins Finale zu kommen. Das ist eine sehr gute Leistung, aber ich glaube, der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient. Wir waren gerade besser. Für Sie ist es ja nicht der erste Titel hier in der Wiener Stadthalle, aber im Vorjahr, da waren die großen Stars Konsul, Kübauer, Stöger. Heuer war es deutlich schwieriger, es hat trotzdem geklappt. Muss man jetzt gehässig fragen, lag es daran, dass die Konkurrenz so schwach war oder war Rapid so stark trotz der Ausfälle? Na, die Konkurrenz war sicher nicht so schlecht. Nur mussten wir natürlich unser Spiel ändern, bedingt durch diese großen Ausfälle, die wir haben. Es hat am Schluss in der Meisterschaft am Feld schon ganz gut geklappt. Wir müssen einfach mehr aufs Kollektiv setzen. Das haben wir jetzt auch vom Feld in die Halle rübergebracht. Und für die Mannschaft ist wahnsinnig wichtig, dass sie auch ohne diese außergewöhnlichen Spieler das Turnier gewinnen kann. Und gibt natürlich unglaubliche Kraft auch für die Meisterschaft, oder? Ja, man darf es natürlich nicht überbewerten, aber das Turnier dazu gewinnen ist eine schöne Sache. Danke, Peter Schöttl. Ja, und auch den Raimund Hedl habe ich schon bei mir. Überbewerten darf man auch nicht, dass ein Tormann es schafft, in einem Heimspiel kein Tor zu bekommen. Aber es ist trotzdem eine feine Sache, gerade im Finale. Ja, ich freue mich ganz besonders im Finale, dass wir zu Null gespielt haben. Aber ich glaube, im ganzen Turnier haben wir die Mannschaft groß unterstützt und ich glaube, wir sind verdient Sieger geworden. Für Sie war es ja das erste Hallenturnier für Rapid eigentlich. Tolle Stimmung, oder? Immer wieder bei den Rapid-Spielen. Ja, ich bin das vierte Mal dabei, das erste Mal, wo ich gespielt habe. Ich habe auch die ganze Zeit schon die Stimmung mitbekommen, natürlich, wenn man spielt. Ja, überdenkt sich das noch besser und man kriegt noch mehr mit von dem Ganzen. Gibt es da ein paar Mal eine Ganselhaut schon als junger Spieler? Naja, Ganselhaut nicht, aber es baut einen auf und ich glaube, das gehört dazu. Gratuliere recht herzlich auch noch zum Torhüter des Turniers. Das sind Sie nämlich auch geworden, wissen Sie das schon? Danke, danke. Haben Sie das schon gewusst? Ja. Gratuliere. Ja, und jetzt haben wir auch jemanden von den Verlierern. Da Dragan Bodul. Und Dragan, Sie sind zum Publikumsliebling heute gewählt worden hier in der Wiener Stadthalle. Ein großes Erlebnis für Sie. Kommt das überraschend? Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel auch. Für uns ist ja alles Junge. Und ich weiß nicht, was muss ich noch sagen. Haben Sie es besonders gern, das Spiel in der Halle? Naja, Rapid ist besser wie wir uns heute. Normal, also was muss ich sagen. Sprachlos vor Freude über den zweiten Platz. Ich meine, bei Admira muss man ja auch sehr zufrieden sein damit. Normal ist alle Spieler und alle in den Club sind alle zufrieden normal. Dankeschön, Dragan Bodul. Ja, wir haben jetzt gehört, der beste Torhüter ist Raimund Hedl, der beste Verteidiger Peter Schöttl. Und als bester Spieler wurde Dragan Bodul und als Publikumsliebling wurde also Dragan Bodul ausgezeichnet. Er lässt lieber seine Beine am Ball sprechen. Das haben wir jetzt gesehen. Der beste Stürmer war übrigens von Ferencváros Peter Lipschei. Und Christian Neber hat noch einen Gesprächspartner unten. Ja, ich habe bei mir den Gary Wimmer, einer der jungen Garde bei Rapid, für den es heute der erste Titel ist. Was bedeutet das, so ein Jahresauftrag? Also für mich ist, wie gesagt, der erste Titel. Ich bin eigentlich stolz, dass wir das erreicht haben. Es war sicher nicht leicht, weil im Finale, die Admira hat in der Gruppe sehr gut gespielt. Sind, glaube ich, nicht unverdient Gruppenerster geworden. Und ja, gut, wir haben alles daran gesetzt, dass wir das gewinnen. Und es ist uns gelungen. Aber heute im Finale war es trotzdem relativ leicht, ich sag's einmal so. Bitte, relativ? Relativ leicht hat es die Admira gemacht. Ich glaube, sie war absolut verkrampft, war auch vielleicht schon ein bisschen zufrieden mit dem Erreichen. Na, leicht würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir haben es nicht auf die leichte Schulter genommen. Wir haben so gespielt wie in den Vorrunden. Und wie gesagt, für uns war das eine große Chance, dass wir das Turnier gewinnen. Und wir haben es genützt. Wie geht es jetzt weiter bei Rapid? Jetzt sind wir eine Woche Urlaub. Da sind wir eingeladen in Bad Kirchheim zum Skiurlaub. Und nachher, glaube ich, am 12. Jänner beginnt wieder das Training. Ich wünsche einen schönen Skiurlaub und Gratulation noch einmal. Danke. Interessant vielleicht auch, dass nur die Mannschaften der Gruppe A in der Vorrunde hier an diesem Finaltag gewonnen haben.
Also das scheint wirklich die stärkere Gruppe in der Vorrunde gewesen zu sein. Mit Rapid, mit Austria, mit der Wiener Verbandsauswahl und mit Ferencváros. Und hier sind also die Pokale, die jetzt hier gleich übergeben werden. Noch einmal hinunter zu Christian Nihiba. Ja, und bei mir ist der Trainer von Admira Wacker Mölln, Milan Miklavic. Herr Miklavic, überwiegt im Moment die Freude über den zweiten Platz oder die Enttäuschung über das verlorene Finale? Na gut, wir müssen froh sein, dass haben wir diesen zweiten Platz erreicht. Ich möchte auch zu Rapid gratulieren, weil Rapid war in Halle heute die bessere Mannschaft und auch im ganzen Turnier und hat auch verdient gewonnen, der Turnier. Aber ich glaube, vor dem Turnier hätten Sie sich nicht träumen lassen, dass es zu einem Finale reichen wird. Ja, das stimmt, deswegen sage ich, gratuliere noch einmal zu einer jungen Mannschaft und ich bin stolz auf die Mannschaft. Was macht das jetzt für Sie aus? Ich glaube, das ist mehr als ein guter Jahresauftakt. Das gibt vielleicht auch die genug Motivation, genug Kraft, um vielleicht auch noch in der Meisterschaft das eine oder andere kleine Wunder zu vollbringen. Gut, ich hoffe, dass haben die gewissen Spieler in die Halle gewisses Selbstvertrauen gekriegt und dass die werden das übertragen dann in Meisterschaft. Dankeschön, Mila Vikavic. Ja, das wäre ja für Admira Wacker Mödling ganz besonders wichtig in der Meisterschaft, doch einigermaßen abgeschlagen an letzter Stelle in der Meisterschaft auf dem Feld. Und jetzt geht es im Frühjahr für die Mannschaft darum, vielleicht doch noch in der ersten Liga zu bleiben. Den Pokal der Fernwärme Wien wird überreichen der Prokurist Magister Thomas Wirschig und der jüngste Spieler. Den ersten Pokal gibt es für den jüngsten Spieler und das ist, wir haben es bei der Übertragung schon erwähnt, Alexander Siervogel. Er bekommt jetzt diesen Pokal und ich gebe inzwischen wieder weiter zu Christian Nihiba. Ich habe bei mir den siegreichen Trainer Ernst Dokopil. Auch an Sie die Frage, ist das einfach ein schöner Jahresbeginn oder ist es mehr als ein Heimspiel? Ja, wenn Sie hier die Zuschauer ansehen, ist es natürlich mehr. Denn wir haben wieder Sympathien gewonnen. Das ist ein Vertrauensvorschuss für die Meisterschaft. Und ich glaube, die Leute, die sich hier freuen in der Halle, die kommen am Feld wieder. Und für die spielen wir da. Haben Sie gerechnet, dass es auch ohne die Stars des Vorjahres, ohne Kübauer, ohne Stöger, ohne Konsel heute klappen wird? Naja, rechnen kann man natürlich nicht damit. Und wie man vor allem das heutige Turnier beachtet, da waren 6, 7 Mannschaften gleichwertig zu Beginn. Und da ist es sehr oft darauf angekommen, wer hat den besseren Spielverlauf. Jetzt im Laufe des Turnieres, wo wir auch in Schuss gekommen sind, da war es dann schon so, dass unsere wahrscheinlich die beste Mannschaft war. Aber vorher war das nicht so klar und war nicht mal klar, dass man sicher unter die letzten 4 kommt. Danke, Ernst Dokopil, Gratulation noch einmal. Hier geht's weiter mit der Siegerehrung. Der Pokal für Mario Posch, für die erste Mannschaft. Und das war Puntigamer Sturm. Die Grazer sind ja letztlich Vierter geworden in diesem Turnier. Eine Niederlage gegen die Austria in der Höhe von 2:3 im Spiel um den dritten Platz. Aber es hat da einen Spieler gegeben, der hat es gleich am zweiten Spieltag ganz schwer gehabt. Er hat nämlich im Spiel gegen Ulbisch Dossa einen Zähne verloren. Hat sich zwar dann gleich revanchiert mit einigen Toren an den nächsten Tagen. Jetzt gibt es einen Pokal für den größten Pechvogel, Dragan Bodol. Und der wird also bei den Pokalen abräumen. Er bekommt vom Interkonferenzschlosser Scheider, vom Vizeweltmeister und Oscar-Preisträger Jan-Peter Scheider den Pokal überreicht. So, der Pokal für Dragan Bodol, für den größten Pechvogel. Er hat 2 Zähne eingebüßt im Spiel gegen Ulpesch, da sieht man es. Lächeln ein bisschen schwer für ihn im Augenblick. Und der nächste Gesprächspartner ist unten beim Interview. Ja, und das ist der Christian Prosenik, für den das alles schon Routine ist, da diese Siegerehrungen, hat schon mit der Austria auch ein paar Titel geholt. Verglichen mit diesen Titeln, was zählt da der heutige? Ja, also jeder Titel ist gleich schön für mich. Ich bin immer wieder stolz, wenn man in der Halle gewinnt, weil es sind sehr starke Mannschaften da und es ist sicher jedes Jahr schwerer geworden.
Und ich glaube, man ist auch als Rapidler natürlich besonders motiviert. Man ist diesem Publikum was schuldig, denn gerade bei den Rapid-Spielen, da geht immer die Post ab. Ja, natürlich. Es sind zwei Drittel Rapid-Fans in der Halle und da muss man natürlich ein bisschen was zeigen. Und ich glaube, heute im Finale ist uns das halbwegs gelungen. Gut, dann danke und Gratulation auch an Sie. Danke. Weiter geht's mit der Siegerehrung und jetzt geht's um den besten Torhüter. Und Raimund Hedl hat diesen Titel, wir haben es Ihnen schon vermeldet, Raimund Hedl, also bester Torhüter mit dem Pokal. Aber ich muss sagen, gerade bei den Torhütern war die Wahl ganz besonders schwierig, denn auch Heidu, Heu, Knaller, Friedrich und auch Macho oder Sidorczuk haben ganz hervorragende Leistungen hier in der Halle bei diesem Turnier geboten. Ist ja eine ganz besonders schwierige Aufgabe, hier die Rolle des Torhüters in der Halle. Für ihn gibt es die Welle. Jetzt der beste Verteidiger ausgezeichnet wird, nämlich Peter Schöttl. Noch einmal hinunter zu Christian Nehiba. Ja, meine Damen und Herren, das 38. Fußballturnier in der Wiener Stadthalle, Kurier-Millionen-Turnier, ist damit vergangen. Riesenpokal. Soll ich helfen? Also, ist er schwer? Der mal hin. So was noch nie in der Hand gehabt. Ja, oh ja, ganz schön. Also schön. Ja, muss man schon aufpassen. Abstellen, damit nichts passiert. So, Michael Wagner, es war vor knapp einer Stunde, ein bisschen mehr als einer Stunde, dass das Stadthallenturnier zu Ende gegangen ist. Sieger Rapid, sagst du jetzt noch einmal, 5:0 gegenüber Admira Wacker. Das war ziemlich deutlich, über das werden wir dann ohnehin gleich reden. Bei all dem Jubel jetzt rund um Rapid, muss man ein paar kritische Anmerkungen schon anbringen. Man hat immer den Hallenfußball so hoch gepriesen. In der letzten Zeit wird die Kritik immer lauter und immer lauter. Jedes Jahr hört man das. Es scheint, dass die Primgeiger offensichtlich in der Stadthalle ein bisschen außer Takt kommen. Ja, das stimmt schon. Also ich muss sagen, ich kriege das auch jedes Jahr selber mit. Es ist einfach so, es wird immer athletischer. Es sind immer mehr taktische Zwänge, die was in die Spiele sind. Und ich sage einmal so, da hat man es als sogenannter Techniker immer schwerer, dass man irgendwelche Besonderheiten da aufs Parkett bringt. Weil es wirklich, es geht schon um viel und es sind so viele Zwänge im Spiel, dass das wirklich nicht mehr einfach ist. Aber noch dazu kommt natürlich, dass mit Küber, Stöger wirklich super Fußballer dieses Jahr nicht mehr mitgespielt haben. Und so leider Gottes wird dann halt der Hallenfußball immer weniger attraktiv. Und ich hoffe, dass da vielleicht noch durch irgendwelche Regeländerungen oder was, dass man vielleicht noch was ändern kann. Also wir haben filmisch auch ein kleines Resümee gezogen und das wollen wir uns jetzt gleich anschauen. Die Halle, Ort des Bandenzaubers, Ort des Trickreichtums, Ort des Maschenstrapazierens, Vokabular aus verstaubten Wörterbüchern. Die letzten Jahre, das ist nicht mehr schön zum Anschauen. Es ist nicht mehr der Spaßkick, der früher war, glaube ich. Man sieht keine Goal mehr und nichts. Es ist nur ein vierer Puffen hin und retour. Es hat sich eher alles zum Kampf entwickelt. Es ist nicht mehr so das feine Gespiel wie früher. Der Walzertraum entwickelt sich schon langsam zum Säbeltanz. Was eigentlich das Hauptproblem ist, die Trainer, was ich so gesehen habe, die spielen schon so viel Tag, die spielen schon Montag in der Halle. Und
So soll es ja nicht sein, der Halle. Wir sind rausgekommen und jeder wollte der Beste sein. Wir wollten Tricks. Das Tempo hat sich verändert. Man hat nicht mehr so viel Zeit und so viel Raum, um immer mal einen Trick zu starten oder was zu probieren. Wie einer ein Tor macht, ist so wie beim Eishockey, wird sehr schwer, das zum Auffallen. Also es passiert eigentlich nur als Fehler. Wenn einer einen Abspielfehler macht oder eine Chance verjubelt, und den Gegenstoß kriegt man es dann. Und dann wird es schwer natürlich, weil dann stellen sie dahinter rein, spielen gescheit um und um. Der Hallenfußball ist einfach schwächer geworden, das sieht man ja. So objektiv muss man sein. Auch ein Wiener muss das sagen, wenn er schon 20 oder 30 Jahre oder 50 Jahre, solange es dieses Turnier schon gibt, zuschaut, dass das einfach heute nicht das ist, was vor einigen Jahren passiert ist. Und da fehlt es sicher an Spielerpersönlichkeiten und an der Technik. Der Blick zurück, eine sentimentale Träumerei. Doch Vorsicht, Wehmut macht vergesslich. Das Match verläuft in der ersten Hälfte etwas flau, vielleicht auch deshalb, weil beide Mannschaften sehr, sehr vorsichtig agieren. Sie wollen keine Verlusttreffer zulassen, es geht ja schließlich um sehr viel. Der oftmalige Sieger Sportclub Post erinnert nur in wenigen Szenen gegen die Wiener an die Ballartisten vergangener Jahre. Prohaska hätte direkt schießen können hier in dieser Situation, aber legt auf für Dija nicht und der schießt auch nicht, obwohl er es könnte. Sieht, dass Prohaska freisteht und ein Ferschler, wann hat es zuletzt so etwas gegeben? Das entschädigt mit vielen Leerläufen der letzten Tage im Wiener Stadthallenturnier. Ja, man hat es schon wieder vergessen. Man sieht immer das Momentane der Elternleute, die die Spiele früher gesehen haben, die schwärmen von früher. Über unsere Nationalmannschaft ist immer geschimpft worden und in 10 Jahren, wenn es alles um meine Güte, der Polster und der Herzog, das waren Granaten. So ist es halt. Man wird erst dann was in dem Land, wenn man irgendwann einmal aufgehört hat. Also wer was werden will, muss morgen aufhören. Ein bisschen was wird schon dran sein, ein bisschen was war Meckerei wahrscheinlich auch. Ein würdiger Schluss, würdiger Abschluss war es auf jeden Fall, 5:0, aber es war ein relativ unerwartetes hohes Ergebnis. Habt ihr damit gerechnet, dass es so leicht geht? Na, sicherlich nicht, aber wir haben gewusst jetzt von den vorigen Resultaten, dass Admira ein guter Gegner ist und wir haben sie speziell auf diese Mannschaft gut einstellen können, weil wir haben gewusst, die spielen viel auf Konter, die machen hinten dicht, die stehen mit 5 Mann hinten und versuchen dann schnell rauszuspielen und wir haben gesagt, wir müssen die einfach gleich attackieren, zu Fehlern zwingen und so ist dann eigentlich auch passiert und so haben wir dann eigentlich wirklich verdient gewonnen. Noch einmal retour zur Kritik, stimmt die Kritik? Ist es wirklich schwächer geworden? Ich persönlich glaube schon, dass es schwächer geworden ist, aber eben aus diesen Gründen, weil ich mein, man hat es im Bericht gesehen, so diese Freiräume, wie vielleicht der Prohaska noch gehabt hat oder andere Spieler, die gibt es halt heute nicht mehr. Ne? Man wird teilweise, was halt der Baumeister schon gesagt hat, man angedeckt und da hat man keine Zeit mehr, sich einen Ball zum Stoppen. Dann probiert man mal an zum Überspielen, bleibt hängen, ist dann meistens gleich da. Also es wird halt viel mehr jetzt taktiert und leider Gottes ist es halt so. Also ich persönlich würde auch lieber in der Zeit spielen, wo früher noch mehr der Hallengig forciert worden ist. Ja. Jetzt muss man vielleicht auch gleich ernsthaft das Thema noch ansprechen, auch zum Thema Nachwuchs. Sie sind ja an sich, glaube ich, Austria-Eigenbauspieler, stimmt das? Stimmt. Und bei der Austria ist das an sich ja forciert worden. Gerade die große Technik, das ist eigentlich bekannt. Beim Wiener Sportclub hat es das auch gegeben, bei Vienna ähnlich. Ja. Wenn man dann schaut, wie viele junge Spieler an sich, sehr junge Spieler eingesetzt worden sind, zum Beispiel gerade bei der Austria, es waren nicht so viele. Muss ein ziemlicher Frust gewesen sein, dort für die Spieler zum Beispiel, dass dann einer aus einer unteren Spielklasse geholt wird, dem vorgezogen wird. Bei der Admira hat es aber zum Beispiel sehr viele junge Spieler gegeben, Durchschnittsalter 20. Hat denen am Schluss die Routine gefällt? Ist das der richtige Weg? Nein, ich glaube, das Beste wäre vielleicht so eine Mischung, aber es ist halt einfach schwierig. Ich bin der persönlichen Meinung, man sollte weniger aufs Alter schauen, einfach auf die Leistung. Also es gibt halt Spieler, die sind mit 18, 19 Jahren schon so weit, dass man sagt, sie sind eine Verstärkung für die Mannschaft, sie können uns weiterhelfen. Dann ist natürlich überhaupt keine Frage, dass der spielen muss und dann muss halt vielleicht der Ältere draußen sitzen. Aber dass man jetzt nur sagt, man muss einen Jungen einbauen, dass Junge spielen, das ist vielleicht auch wieder nicht der richtige Weg. Also ich denke, da sollte der Trainer so einen Mittelweg finden und die Jugend wird sich dann sicherlich irgendwann einmal dann durchsetzen und dann geht das Rad wieder von vorne los. Die erste Spielhälfte haben wir anschauen können, die zweite wird er nicht mehr gesehen, aber auch die Kollegen waren der Meinung, dass die Rapid heute viel befreiter gespielt hat als sonst. Haben Sie auch das Gefühl?
Ja, sicherlich. Ich meine, ich habe das auch vermisst in die vorigen Spiele, dass man vielleicht ein bisschen mehr fürs Publikum spielt. Und das haben wir Gott sei Dank jetzt im Finale noch ein bisschen aufgeholt. Wir haben versucht, ein bisschen eben fürs Publikum etwas zu zeigen, dass die wirklich dann einmal sagen, okay, das war halt das Spiel, das hat Freude gemacht. Und ich denke, das hat vielleicht ein bisschen für die vorigen Tage dann entschädigt. Wie geht es jetzt weiter an sich? Die Mannschaft geht zum Skifahren, Sie auch? Ja, jetzt eine Woche geht es jetzt zum Skifahren und dann geht leider Gottes wieder die Vorbereitung los. Sie werden auch Skifahren gehen? Nein, ich kann leider nicht, aber ich habe aus privaten Problemen, kann ich leider nicht gehen. Aber Sie können nicht Skilaufen? Nein, das noch weniger, aber ich wäre gern mitgefahren, aber ich wäre vielleicht dann am Mittwoch nachstoßen. Aber wir werden auf jeden Fall alles Gute wünschen und wir freuen uns natürlich schon auf die Fußballsaison. Herzlichen Dank fürs Kommen, Gratulation auch noch.